Hallo und herzlich willkommen zum anatomischen ABC. Heute geht es um G wie Gebiss. Unsere Hunde haben, wenn sie klein sind, 28 Milchzähne. Es reicht auch vollkommen aus. Jeder, der mal einen kleinen Welpen hatte, weiß, wie rasiermesserscharf diese mini kleinen Zähnchen sind. Das müssen nicht mehr sein, finde ich. Ein ausgewachsener Hund hat dann insgesamt 42 Zähne. Bis die Hunde 3 Wochen alt sind, haben sie übrigens gar keine Zähne. Ab der 6. Woche ist dann das vollständige Milchgebiss vorhanden. Mit 3 Monaten beginnt dann wiederum der Zahnwechsel zum normalen Gebiss und so mit ungefähr 6 Monaten sollten dort auch schon dann alle Zähne vorhanden sein. Hängt aber so ein bisschen auch von der Hunderasse ab, von der Hundegröße ab, wie schnell das Ganze so vonstatten geht und natürlich auch vom einzelnen Individuum. Bei manchen ist dann auch so, dass hier zum Beispiel Doppelzähne sind und die dann gezogen werden müssen. Also ist so ein bisschen abhängig von Hund zu Hund. Ja, hier vorne haben wir die sogenannten Caninis, diese großen hier. Seht ihr hier oben und auch hier unten. Das sind die sogenannten Fangzähne. Hier hinten, das sind die Backenzähne oder auch die Reißzähne. Das wird nämlich gerne mal verwechselt. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt.